mir gegenüber sitzt Oliver Schlemmer. Oliver ist Illustrator und zwar nicht nur irgendeiner, sondern der Gewinner des Graf Ludo und der Grafiker bzw. Illustrator des aktuellen Spiel des Jahres. Oliver arbeitet vor allem für Queen Games. Erste Frage, wie ist es denn dazu gekommen, dass du bei Queen Games eingestiegen bist? Ja, das ist ein bisschen über Umwege passiert. Ein Kollege und Freund von mir, der in der Branche schon tätig war, hat einen Job nicht machen können und hat mir deswegen vermittelt, dass ich mich bei Queen Games vorstelle und sozusagen da in seine Fußstapfen trete. Und so kam das dann. Du hast sowohl den Graf Ludo gewonnen als auch das Spiel des Jahres. Jetzt mal ganz ehrlich, welcher Preis ist dir wichtiger? Beide Preise sind natürlich super. Für mich persönlich ist natürlich der Graf Ludo wesentlich interessanter und über den habe ich mich auch ein bisschen mehr gefreut, weil das halt so der Preis für den Grafiker in mir ist, der einfach sagt, wir erkennen an, dass Spielegrafik wichtig ist und wir verleihen einen Preis, um das auch zu zeigen. Und Spiel des Jahres ist natürlich mega wichtig, aber ist eher wichtig für den Verlag und für den Autor und für das ganze Team. Und der Graf Ludo war eher so mein persönlicher kleiner Triumph. Lass uns mal beim Spiel des Jahres bleiben, Kingdom Builder. Wie bist du da an die Illustration rangegangen? Ja, es gab eine Vorgabe, es gab einige Vorskizzen vom Autor selbst und auf denen habe ich dann aufgesetzt und habe mir ein Thema überlegt. Ich habe gedacht, okay, für Kingdom Builder würde sich ein Fantasy-Thema ganz gut eignen und ansonsten war der Ablauf eigentlich wie bei jedem Spiel. Man macht Scribbles, man schickt die an den Verlag, der Verlag guckt die sich an, nickt die ab, schickt sie zurück und so geht durch mehrere Iterationen dann der ganze Vorgang weiter und die Grafiken werden immer weiter ausgearbeitet und man spricht sich ab, bis dann zum Schluss das ganze Ding vollständig ist. Auf BoardGameGeek gibt es eine ziemlich lange Diskussion über den Fisch auf einer Siegpunktekarte. Warum hast du dich gerade dafür entschieden, den Fisch so überdimensional zu zeichnen? Ja, weil man hat als Illustrator im Spielesektor natürlich immer wieder die Aufgabe, Klischees zu malen oder Archetypen zu malen. Und der Fischer, man denkt halt sofort an den Mann mit der Angel oder an den Mann mit dem Netz auf dem Boot. Und ich hatte einfach gesagt, okay, wir müssen mal irgendwas Neues machen, irgendwas muss anders sein an dem Spiel. Das hat man schon tausendmal gesehen und da kam mir die Idee mit diesem Riesenfisch. Ich hatte irgendwie das Märchen vom Fischer und seiner Frau im Kopf. Und das hat sich dann einfach so wie so ein Geistesblitz plötzlich ergeben. Und ich habe gedacht, naja, probierst du es mal aus. Und der Verlag war damit einverstanden. Und es hat mich sehr gefreut, dass das so viel Aufregung verursacht hat. Bei Kingdom Builder sind auf dem Spielplan auch Brücken aufgezeichnet. Ganz viele Menschen fragen mich, wenn ich das Spiel erkläre, ja, was hat es denn mit den Brücken auf sich? Warum gibt es die Brücken, die ja spieltechnisch überhaupt keine Bedeutung haben? Ich glaube, der Donald hat das selbst mal auf BoardGameGeek klargestellt. Die Brücken haben spieltechnisch deswegen keine Bedeutung, weil es reine Zierobjekte sind, die den Plan ein bisschen interessanter und detailreicher gestalten sollten. Es war zu dem Zeitpunkt, wo wir die gemacht haben, glaube ich, keinem richtig klar, dass es hinterher solche Verwirrung geben würde, dass die Spieler tatsächlich denken, das hat spieltechnisch irgendwelche Auswirkungen. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen, aber die Brücken sind tatsächlich nur grafisches Element und haben spielerisch keine Bedeutung. Heißt das, wenn du Kingdom Builder jetzt nochmal neu gestalten würdest, würdest du auf die Brücken verzichten? Ich glaube, wir würden sie zumindest so gestalten, dass keine Verwechslungsgefahr mit irgendwelchen Spielmechaniken besteht. Also vielleicht nicht weglassen, aber vielleicht ein bisschen dezenter machen oder eindeutiger machen, dass hier keine Wege vorgegeben sind, sondern dass es tatsächlich ein grafisches Element ist. Was zeichnet denn für dich eine gute Spielgrafik aus? Eine gute Spielgrafik darf auf keinen Fall dem Spiel im Weg sein, sondern muss unterstützend wirken. Das heißt, sie darf nicht vom eigentlichen Spiel ablenken, sie darf nicht Selbstzweck sein, also sie darf nicht irgendwelche Felder überdecken oder irgendetwas unklar lassen, um des schönen Scheins willen, sondern sie muss die Spielmechanik unterstützen, verdeutlichen, sie muss erklären und sie ist in manchen Fällen auch Belohnung, aber sie darf auf keinen Fall zum Selbstzweck werden. Also die Spielgrafik muss sich dem eigentlichen Spielprinzip immer unterordnen, kann aber im besten Fall eine Symbiose damit eingehen und das Ganze zusätzlich verstärken. Bei welchem Spiel ist denn die Spielgrafik hervorragend gelungen? Bei vielen Spielen. Es gibt sehr viele Spiele mit extrem guter Grafik. Spontan fällt mir ein, die Säulen der Erde finde ich wunderschön. Ich habe es selber nicht gespielt, ich kann jetzt nicht beurteilen, inwieweit die Grafik unbedingt zweckmäßig ist, aber sie ist als Kunstwerk auf jeden Fall großartig. Ich bin eigentlich recht stolz auf die Grafik zu Fresco, weil ich glaube, da ist der funktionale Gedanke eigentlich ganz gut gepaart worden mit grafischer Gestaltung, mit ansprechender Gestaltung. Und ansonsten, da müsste ich jetzt echt lange überlegen, aber es gibt eine Menge guter Spielegrafiken, gerade in Deutschland. Bleiben wir mal kurz bei Fresco, für das du ja auch den Graf Ludo gewonnen hast. Im Unterschied zu Kingdom Builder ist das ja ein Spiel, das tatsächlich einen historischen Hintergrund hat. Wie unterscheidet sich die Herangehensweise bei so einem Spiel von einem fiktionalen Spiel wie Kingdom Builder?
Also bei Spielen mit historischem Background oder mit einer Thematik, die eine gewisse historische Genauigkeit erfordert, muss man wesentlich mehr recherchieren. Das heißt, man muss die üblichen Quellen zu Rate ziehen, Bücher. Es gibt ja zum Glück mittlerweile das Internet, wo man viele Bildmaterialien findet. Und bis zum gewissen Grad muss man sich um historische Authentizität bemühen. Ich denke aber, ab einem gewissen Punkt kommt dann die künstlerische Freiheit auch ins Spiel, wo man das Ganze nicht mehr so ernst nehmen muss, gerade wenn es darum geht, das Ganze noch ansprechend zu gestalten. Wo wäre denn diese Schnittstelle, diese Sollbruchstelle bei Fresco? Bei Fresco ist das ganz eindeutig das Fresco in der Spielfeldmitte, das von der rein äußerlichen Aufmachung her überhaupt nichts mit den historischen Fresken gemein hat. Die historischen Fresken sind aber von ihrer ganzen Machart wesentlich komplexer und wahrscheinlich zu komplex gewesen, um das in der kurzen Zeit tatsächlich umzusetzen. Und deswegen war das ein Kompromiss zwischen historischer Anmutung, nenne ich es mal, und grafischer Attraktivität. Also, auf Spieleschachteln wird der Autor oft groß oder etwas größer gedruckt. Der Illustrator wird ganz oft klein auf der Rückseite versteckt. Ärgert dich das? Eigentlich schon ein bisschen, weil natürlich ist der Autor derjenige, der das Spiel sich ausdenkt und der auch den Löwenanteil an dem ganzen an der Bedeutung halt einheimsen sollte. Aber ich denke, gerade bei Brettspielen ist die Grafik eigentlich extrem wichtig und also manchmal ärgert es mich schon ein bisschen. Also ich denke, manchmal vorne drauf zu stehen, wie bei anderen Sachen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das ist generell nicht so, das ist auch bei Büchern nicht so. Oder bei CD-Artworks steht der Illustrator eigentlich immer hinten drauf und deswegen ist es wahrscheinlich in Ordnung. Du hast den Graf Ludo gewonnen, du hast den Titel Spiel des Jahres gewonnen. Was kommt jetzt noch? Ja, keine Ahnung. Also ich bin erstmal super zufrieden, dass das beides geklappt hat. Und ich habe eigentlich momentan keine Wünsche offen. Also ich denke natürlich, dass ich in Zukunft auch wieder alles dran setzen werde, möglichst das Beste rauszuholen, was irgendwie geht. Und dann schauen wir mal.